So, ich bin gebeten worden, einen Übersichtsvortrag zu halten über, ich habe es ein bisschen umbenannt, atmosphärische Extremereignisse, damit ich sowohl Wetter als auch Witterung als auch Klima, wie man das immer auseinanderhalten will oder möchte, unterbringe. Wie gesagt, es soll eine Einführung sein und es ist ja schon gesagt worden, ich komme von der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Atmosphäre und Umwelt. So, was habe ich vor? Ich möchte Ihnen drei Aspekte hier vorführen. Zunächst mal den sozioökonomischen Aspekt. Das ist der Aspekt, unter dem die Öffentlichkeit im Allgemeinen mit dem Phänomen Extremereignisse konfrontiert wird. Dann ganz kurz synoptisch-meteorologischer Aspekt. Da geht es also um die Wetterlagen, die dazu führen, dass Extremereignisse, Extremwerte eintreten. Und da ich mich mit Statistik, wie auch gerade gesagt wurde, relativ intensiv beschäftigt habe, wird dieser dritte Punkt hier, der statistisch-klimatologische Aspekt, den meisten Raum einnehmen. Zum anthropogenen Klimawandel sage ich hier nichts, das wäre ein anderer Vortrag, allenfalls indirekt. Ja, dann speziell zu Arbeiten, die in meiner Gruppe gelaufen sind. Das war vor allem die Silke Trömel, die mittlerweile an der Universität Bonn arbeitet. Extremwertstatistik für Deutschland zur Methodik. Das war eine besondere Methodik, die leider nicht fortgeführt wird, die aber meines Erachtens nach wie vor sinnvoll ist. Und die damaligen Ergebnisse, das liegt also schon ein bisschen zurück für Deutschland in Form von Kurven, in Form von Karten zur Temperatur, zum Niederschlag möchte ich Ihnen vorführen. Zum Problemkreis Wind nur ganz, ganz kurz, vor allem zu den Strukturen, die man als Wirbelwindsysteme bezeichnet, in unterschiedlichen Größenordnungen. Ganz kurz eigentlich nur ein paar Anmerkungen, zum Schluss wie üblich ein paar Folgerungen und einen Ausblick. So, rezente Überschwemmungen in Deutschland, ein paar Bildchen zur Einstimmung, einiges werden Sie kennen. Es ist schon so, dass durchaus in Deutschland im Abstand von einigen Jahren bemerkenswerte Überschwemmungsereignisse eingetreten sind. Ich habe einfach mal hier ein paar aufgelistet, zum Teil mit Bildchen, das zum Beispiel Januar 1995 in der Rheinregion, es waren ja zwei Winter hintereinander, mit solchen Hochwasserereignissen. Das Bild ist das Deutsche Eck hier in Koblenz, Zusammenfluss von Mosel und Rhein, dann in der Oder-Region 2 Jahre später, dann in der Donau-Bodensee-Region 1999, also alles nur herausgegriffen, die wirklich größeren Ereignisse. Dann, daran werden Sie sich wahrscheinlich erinnern, und mein Titelbild hat das gezeigt, vielleicht haben Sie das erkannt, der Zwinger in Dresden, das war das Hochwasser in der Elbe-Region im Jahr 2002. Im Jahr 2003 übrigens, aber das kommt jetzt unter der Überschrift Temperatur, ein bisschen später war ja dieser Hitzesommer in Deutschland, auf den ich natürlich auch eingehe, aber machen wir weiter mit diesen Überschwemmungsereignissen im August 2005 in der Nordalpenregion, ganz markant. Ja, wenn ich da schon spreche von der Nordalpenregion, das ist der kleine Ort Eschenlohe nördlich von Garmisch und der Fluss ist nicht etwa hier, das ist die Bundesstraße, sondern das ist hier, Sie erkennen das kaum, das war mal ein Flüsschen, die Loisach, und wir sehen also, welche großflächigen Überschwemmungen damals eingetreten sind aufgrund der starken Niederschläge. Und dann hatten wir nochmal in Süd- und in Ostdeutschland im Juni 2013 großräumige Überschwemmungen, auch dazu ein paar Bildchen. In Passau, also mindestens 400-jähriges Hochwasser, also seit mindestens 400 Jahren nicht mehr so hoch. Wir haben hier auch Halle, hier die Saale, wir haben hier Deckendorf, das war besonders schlimm, hier Moment, hier die Donau. Ja, und das ist eine Autobahn bei Hochwasser, die man dann mit Autos kaum mehr befahren kann, braucht man also dann mehr Boote. Das Ganze also zur Einstimmung. Und jetzt also, was ist das, dieser sozioökonomische Aspekt? Wir orientieren uns an relativ großen Schäden und an den Betroffenen. Das heißt, jetzt ist das irgendwie, ja. Vorteil dieser Betrachtung ist, dass wir uns die Folgen anschauen, also das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden, auch der versicherten Schäden, wird abgeschätzt. Die Versicherer, insbesondere die Rückversicherer, liefern uns dazu Daten, Anzahl der Betroffenen, Anzahl der Todesfälle. Das ist der Vorteil.
Jede Betrachtungsweise hat Vorteile und Nachteile. Und der Nachteil ist, dass bei Schadensbetrachtung nicht nur das Ereignis als solches eine Rolle spielt, sondern unter welchen Randbedingungen, sage ich mal, das Ganze stattfindet. Das heißt, wie die Besiedlungsdichte ist, wie die Bevölkerungsdichte ist, wie vielleicht noch wichtiger die Wertekonzentrationen sind, sodass ein und das gleiche Ereignis, je nachdem, wie diese Randbedingungen aussehen, ganz unterschiedliche Schäden hervorruft. Natürlich gibt es auch die andere Möglichkeit. Also im Allgemeinen wird es immer schlimmer, weil eben die Wertekonzentrationen wachsen, aber man könnte auch vorsorgen, das würde dann in die andere Richtung gehen. Also wenn wir das ordentlich objektiv beurteilen wollen, das Phänomen extreme Ereignisse, sollten wir uns davon einigermaßen unabhängig machen. So, auch nochmal zur Einstimmung, das ist eine Statistik der Weltmeteorologischen Organisation für die Dekade 1991 bis 2000, liegt schon ein bisschen zurück, aber vielleicht durchaus noch aussagekräftig. Da sehen wir das bei den, oder ich muss erst mal sagen, das, was nicht meteorologisch atmosphärisch ist, das ist hier blau geschrieben, haben wir also Erdbeben, Vulkanausbrüche bei Erdbeben als Vorwiegend, wenn es Seebeben sind, auch noch Tsunamis. Und das, was rot geschrieben sind, das sind atmosphärische oder könnte auch sagen meteorologische Ereignisse. Und da sehen Sie, dass bei den Todesfällen nach dieser WMO-Statistik, Weltmeteorologische Organisation, etwa 90% atmosphärisch bedingt sind. Bei den Betroffenen ist es noch deutlicher, da sind es 99%. Nur bei den Schäden, da schlagen die Erdbeben ganz erheblich zu. Da haben wir ungefähr 30% durch Erdbeben, Vulkanausbrüche wenig, sehr wenig, aber vor allem durch Erdbeben, sodass die atmosphärisch bedingten Extremereignisse bei den Schäden etwa 70% ausmachen in dieser Statistik hier. Die Münchner Rückversicherung veröffentlicht jedes Jahr, Topics Geo nennt sich das, eine Schadenstatistik für das abgelaufene Jahr, wo auch solche Informationen enthalten sind, also wie viele betroffen waren, wie die Schadensverteilungen aussehen und so weiter. Ja, ich habe hier mal so ein paar wenige Naturkatastrophen, sogenannte große Naturkatastrophen, ausgewählt. Die Münchner Rückversicherung, die ich gerade erwähnt habe, bringt in ihren Jahresberichten immer 50 ausgewählte Ereignisse pro Jahr. Da kommt also ganz schön viel zusammen. Es gibt auch einen Millenniumsbericht der Münchner Rückversicherung, der 1900 beginnt. Und hier habe ich also nur mal ein paar wenige Ereignisse zusammengestellt, damit wir einen Eindruck bekommen, sofern Sie es nicht sowieso schon wissen, wie sieht das aus mit den Todesfällen, wie sieht es aus mit den volkswirtschaftlichen Schäden. Da ist hervorzuheben der Hitzesommer 2003, diese Hitzewelle hier, und mit jedem Jahr, mit jeder Bearbeitung ist die Anzahl der Todesfälle, und zwar über das übliche Ausmaß hinaus, angewachsen und man geht heute davon aus, dass diese Hitzesommer in Europa, also nicht nur in Deutschland, europaweit, Frankreich war besonders stark betroffen, aber Deutschland durchaus auch, mit 70.000 Todesfällen. Wenn wir mal heruntergehen, eine Hitzewelle im Juli, August hier, Moment, auf der falschen Taste hier, in Russland, also auch erhebliche Anzahl von Todesfällen, 56.000. Und um nur mal so das Markante herauszugreifen, bei den Schäden ist es so, dass der Hurricane Katrina in den USA hier mit 125 Milliarden US-Dollar sind das hier, also oder 125.000 Millionen, also 125 Milliarden US-Dollar. Das war bis dahin das größte Schadensereignis und ist erst im Jahr 2011 durch den Tsunami in Japan übertroffen worden. Den habe ich hier nicht dabei, weil ich mich ja doch mehr auf die atmosphärischen Ereignisse hier konzentrieren möchte. Gut, aus Zeitgründen will ich diese Zahlen nicht alle hier vorlesen. Sie sehen es ja, Sie können es auch nachschauen. Wir haben ja einen Tagungsband, da ist diese Tabelle auch enthalten. So, die Anzahl der Ereignisse. Jetzt wird es also auch statistisch, klimatologisch interessant. Frage, haben diese Ereignisse zugenommen? Und wenn man sich die Statistiken der Münchner Rückversicherung anschaut, das ist hier 1980 bis einschließlich 2015, da sehen wir doch einen ziemlich deutlichen Trend, der auch statistisch signifikant ist. Interessanterweise, das Rote hier sind sogenannte geophysikalische Ereignisse, Erdbeben, Tsunami, Vulkane. Da sehen wir keinen ansteigenden Trend, aber die grüne Säule, die Münchner Rückversicherung nennt das die meteorologischen Ereignisse, damit meint sie Sturmereignisse im Wesentlichen, das ist das Grüne.
sehen wir also durchaus eine Zunahme. Das Blaue, das ist noch deutlicher, hydrologische Ereignisse wie Überschwemmungen, Massenbewegung heißt aufgrund von Starkniederschlägen, Murenabgänge und ähnliche Ereignisse, die also mit Starkniederschlägen zusammenhängen. Und ganz oben sogenannte, ja, kann man sich streiten über diese Bezeichnung hier, klimatologische Ereignisse, wird vielleicht von Temperatur oder von thermischen Ereignissen sprechen, Extremtemperaturen, also Hitzewellen und Hitzesommer, zumindest in Deutschland, aber auch in anderen Regionen, ist ja verbunden mit Hochdruckwetterlagen und dann ist es auch relativ trocken. Also Hitze und Dürre sind meist Ereignisse, die Hand in Hand auftreten. Ja, das ist die Anzahl der Ereignisse. Sehen wir also diesen Trend, wenn wir jetzt nach den Schäden schauen. Und ich habe schon gesagt, Schadenbetrachtungen sind relativ schwierig und mit Vorsicht zu genießen. Da sehen wir diesen Trend eigentlich nicht. Die Münchner Rückversicherung hat zwar kühn hier Trends eingezeichnet, aber hier sieht man eher so ein fluktuierendes Verhalten. Vielleicht mit gutem Willen könnte man sagen, dass die Ausschläge nach oben zunehmen. Das könnte man vielleicht sagen. Übrigens, diese Ausschläge hier, das war das Erdbeben von Kobe, also kein atmosphärisches Ereignis. Das hier war, in diesem Jahr trat dieser Wirbelsturm, der Hurrikan Katrina auf. Und hier hatten wir es 2011, das ist das Jahr mit dem Tsunami in Japan. Übrigens, dieses Ereignis, also ich hatte gerade gesagt, dieser tropische Wirbelsturm, der Katrina, 125 Milliarden US-Dollar und bei dem Tsunami waren es dann schon 210, also das Schadensausmaß, die volkswirtschaftlichen Schäden. Hier sind auch die versicherten Schäden eingezeichnet und das ist natürlich von Land zu Land äußerst unterschiedlich, je nachdem, wo diese Ereignisse eintreten. USA zum Beispiel ist relativ viel versichert, in anderen Ländern ist weniger versichert. So, das dazu, also das, die oberen Säulen, das sind die volkswirtschaftlichen Schäden und die unteren, das ist der Anteil davon, der also versichert ist. Die Münchner Rückversicherung hat auch dekadische Statistik geliefert und das erwähne ich hier nur im Vorbeigehen, wo man also meint nachzuweisen, dass von Jahrzehnt zu Jahrzehnt auch bei den Schäden hier eine Zunahme zu verzeichnen ist, bei den Gesamtschäden um den Faktor 6 und zwar von 1969 bis 2009 bei den versicherten Schäden sogar ein wesentlich größerer Faktor. Gut, damit möchte ich diese sozioökonomische Betrachtung schon wieder verlassen und komme zu den synoptisch-meteorologischen Aspekten, was ich aber nur ganz kurz streifen möchte. Um was geht es da? Da geht es also darum, dass man aus meteorologischer Sicht Fallstudien macht, Fallanalysen zu den jeweiligen Wetterlagen. Und ich habe hier nur zwei Beispiele aufgeführt. Da haben wir dieses Elbe-Hochwasser im August 2012 und da wird immer mit 5b-Wetterlage operiert. Diese Bezeichnungen stammen übrigens von einem gewissen Herrn Van Bepper, der gemeint hat, dass es in Europa 6 bevorzugte Zugstraßen gibt. Das Ganze ist sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Also diese bevorzugten Zugstraßen gibt es offensichtlich nicht. Aber diese eine Wetterlage 5 ist übrig geblieben, wobei 5a, das ist eine Zugbahn von Tiefdruckgebieten, die von Nord-Nordwest kommend auf Frankreich, Deutschland zuführt, dann südlich der Alpen herumgeführt wird und ab dort wird es dann als 5b-Wetterlage bezeichnet. Und dann geht die Zugbahn südlich um die Alpen herum, also mit gewissen Effekten. Feuchtigkeitsaufnahme und so weiter und dann, je nachdem, wie die Zugbahnen im Einzelnen verlaufen, entlang der Elbe, entlang der Oder oder noch weiter im Osten und dann möglicherweise sogenannte Zyklonenfamilien, also mehrere hintereinander oder relativ langsam ziehen, sodass also der Niederschlag dann relativ lange anhält und man diese entsprechenden Folgen dann hat in den Starkniederschlägen. Die Hitze- und Dürrewelle in Europa, in Mitteleuropa, genauer gesagt im Sommer 2003, das ist eine sogenannte Omega-Lage, so bezeichnen das die Meteorologen und darunter versteht man ein Strömungssystem, das so ein großes griechisches Omega nachführt, tief, hoch und tief und wenn der Abstand richtig ist, also für Fachleute, sogenannte Rossby-Wellen, wenn die stationär werden, dann ist dieses Gebilde stationär und man hat also dann über längere Zeit Hochdruckeinfluss, wie das im Sommer 2003 war. Im Juni hat sich das etabliert, im Juli hat sich es ein bisschen abgeschwächt und im August hat sich es wieder eingestellt unter Verstärkung
Und die, wie wir gleich sehen werden, die Rekordtemperaturen sind dann im August, in der ersten Augusthälfte eingetreten. Das ist eigentlich alles, was ich dazu, zu diesem Aspekt sagen möchte. Also Vorteil, dass man detaillierte Wetterlagenfallstudien machen kann. Der Meteorologe ist dann mehr oder minder begeistert. Der Nichtfachmann hat nicht allzu viel davon. Und vor allem, es wird nur ein Fall untersucht, dann der nächste Fall, alles separat. Und man hat im Gegensatz schon zu den sozioökonomischen Betrachtungen keine Information, ob da irgendwelche Trends auftreten. So, wir wollen aber nicht nur zu Trends, wir wollen möglichst auch zu Wahrscheinlichkeitsaussagen kommen. Und deswegen möchte ich jetzt den klimatologisch-statistischen Aspekt Ihnen hier vorführen. Klimatologisch wie statistisch heißt immer, dass wir uns mit Zeitreihen beschäftigen. Wir haben schon einige Zeitreihen hier gesehen, also Datenreihe in Abhängigkeit von der Zeit möglichst lang. Nach internationalen Empfehlungen mindestens 30 Jahre, die meisten Klimatologen sagen möglichst mindestens 100 Jahre oder mehr, je länger, desto besser. Informationen natürlich auch möglichst in gleichbleibender Qualität, was nicht immer der Fall ist. So, Vorteil dieser Betrachtung, die langzeitliche Entwicklung wird erfasst und damit können wir also auch Aussagen machen über Trends und das möchte ich gleich relativ ausführlich hier darstellen. Wir brauchen natürlich genügend viele Daten, das ist ein Problem. Ich komme auch gleich zu der Frage, die man nicht übergehen darf, was ist eigentlich extrem? Haben wir dann, wenn wir eine scharfe Definition anwenden, haben wir da überhaupt genug Daten, um eine ordentliche Statistik machen zu können? Das ist ein Problem, das man also beachten muss dabei. Und eine mögliche Strategie, ich betone eine mögliche, an dieser Stelle gibt es jetzt viele Möglichkeiten und in den folgenden Vorträgen werden auch eine Reihe von weiteren Möglichkeiten über das hinaus, was ich hier sage, vorgestellt werden. Eine Strategie ist die, dass man eben nicht nur die Extremwerte sich anschaut, ich werde das auch gleich veranschaulichen anhand eines Beispiels, sondern möglichst alle Daten sich die Häufigkeitsverteilungen anschaut, die nun in Verbindung bringt zur theoretischen Verteilung, dann wird aus der empirischen Häufigkeitsverteilung eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Für alle, die nicht so mit der Statistik vertraut sind, vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich werde es gleich anhand eines Beispiels hier verdeutlichen. Und daraus kann man, das ist jetzt der wesentliche Punkt, Wahrscheinlichkeiten abschätzen für das Überschreiten bzw. Unterschreiten von gewissen Schwellen. Unter Benutzung sämtlicher Daten, nicht nur der extremen. Ja, diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird meist mit PDF abgekürzt, weil sie Englisch Probability Density Function heißt. So, wie gehen wir vor? Ich will hier ein kurzes Beispiel einblenden, das Sie eigentlich schon gesehen haben. Das ist nämlich, das sind die global gemittelten Werte der bodennahen Lufttemperatur, Landgebiete kombiniert mit der Meeresoberflächentemperatur. Das ist jetzt hier eine englische Quelle, die Climatic Research Unit, das ist das CRU hier oben, diese Abkürzung in Norwich, an der Universität Norwich. Deswegen, weil diese Datenreihe 1850 beginnt. Die anderen Abschätzungen, die wir haben, beginnen 1880. Ja, und man kann jetzt dieses letzte vergangene Jahr hier, 2015, könnte man durchaus als extrem bezeichnen. Wir sehen, da hat die Temperatur einen richtigen Sprung gemacht und ich denke auch Reanalysetechniken und so weiter werden dabei bleiben, dass wir da einen neuen Rekord haben seit Beobachtungsbeginn. Aber solche Daten hier sind vor allem interessant, um jetzt die Strukturen zu erfassen, Langzeittrend, dekadische Fluktuationen, Anomalien, Jahresanomalien und zu erklären und auseinanderzuhalten, was ist anthropogen, was ist natürlich. Damit hat sich meine Gruppe auch beschäftigt, aber das ist heute nicht mein Thema. Und es ist auch nicht üblich, dass man weltweite Temperaturen als extreme Ereignisse bezeichnet. Deswegen gehe ich gleich weiter, wo man nun durchaus an die Betrachtung der Extremereignisse, und zwar auch die, die ich schon erwähnt habe, herankommt. Das sind die Sommertemperaturen, auch bodennah, für Deutschland. Und diese Daten stammen weiter zurückgehend als DWD, also wir haben die DWD-Daten verwendet. Ich aktualisiere diese Reihe auch ständig anhand der sogenannten Rasterdaten des Deutschen Wetterdienstes. Und vor 1880, diese Rekonstruktion stammt von meinem ehemaligen Doktoranden Jörg Rapp, der mittlerweile beim Wetterdienst arbeitet. So, damit beginnt das Ganze schon 1761 und
Da sprechen wir schon eher von Extremereignissen, wenn wir uns hier anschauen. Hier gibt es einen nichtlinearen Trend, das ist ganz interessant, einen polynomialen Trend hier, der erst nach unten geht und dann geht er nach oben. Dann kann man jetzt verschiedene dekadische Fluktuationen da herausfiltern. Das ist hier eine 30-jährige Glättung, meine ich. Das ist diese Kurve hier. Und dann haben wir diese Ausschläge nach oben. Das sind die Hitzesommer. Also hier 2003. Wir sehen, das ist der größte Ausschlag gewesen seit 1761. Da beginnt diese Reihe. Und da sehen wir noch andere Hitzesommer hier, 92, 94, 83, 47. Dann ist eine Lücke. Und auch in früherer Zeit hat es solche Hitzesommer gegeben. So, und an dieser Stelle sollten wir uns jetzt, ach so, dann, aber das auch nur am Rande. Wir haben es nicht nur in diesem Hitzesommer hier in Deutschland mit einer hohen Sommertemperatur zu tun gehabt, sondern auch die Augenblickswerte, gemessenen Werte haben Rekorde aufgewiesen und zwar 40,3, das ist ein neuer Rekord, auch wenn der Rekord, das war am 5. Juli und am 7. August in Kitzingen am Main in Bayern, auch wenn die Hitzerekorde davor nur ein Zehntel Grad drunter lagen, nämlich bei 40,2 im Sommer 2003 und dieser Wert ist auch schon im Sommer 1983 erreicht worden. Aber immerhin, mit diesem Hitzesommer ist also tatsächlich auch ein neuer Rekord verbunden gewesen. So, jetzt die Frage, was ist extrem? Man könnte, wenn man eine solche Datenreihe, das ist wieder die Sommertemperaturreihe von Deutschland, könnte den Mittelwert ansetzen. Das ist schlecht, wenn man einen Trend hat. Also man guckt sich erstmal an, ist da ein Trend drin? Ist er signifikant? Ich habe den Trend hier eingezeichnet. Und jetzt ist eine übliche Vorgehensweise so, dass man sagt, weicht das in Faktoren der Standardabweichung ab von diesem Trend? Und zwar ist hier die doppelte Standardabweichung eingezeichnet, die sogenannte 2-Sigma-Grenze, statistisch 95% Wahrscheinlichkeit. Ja, und wenn man das macht, da sehen wir also hier 1947 und 2003 haben wir also ganze zwei Hitzesommer, die diesen Kriterien genügen und nach unten hin haben wir gar nichts. Also da bleiben fast keine Daten übrig und deswegen nochmal meine Aussage, hat wenig Sinn. Es gibt also durchaus Strategen, die sagen, wir nehmen also nur die Extremwerte, es gibt spezielle Extremwertverteilungen, untersuchen nur das, aber da erleidet man relativ schnell Schiffbruch, man hat also einfach zu wenige Daten. Das ist also das eine. Das andere ist, und der Begriff ist hier, meine ich, auch schon gefallen, das sind die sogenannten Perzentilen. Und da gehen wir von der Zeitreihe weg, das heißt, oder anders besser gesagt, wir setzen die Zeitreihe um in eine Häufigkeitsverteilung und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. So, und das habe ich schon angedeutet. Und diese Strategie, wie gesagt, eine Strategie unter etlichen, möchte ich jetzt vorführen. Und zwar anhand der Daten der Deutschlandtemperatur, und zwar jetzt die Jahresdaten. Also wir nehmen diese Daten, das ist zunächst mal eine Zeitreihe, ähnlich wie ich das eben gezeigt habe, nur sind es eben jetzt die Jahreswerte. Und ich zeige das eigentlich nur als Beispiel dafür, damit Sie sehen, wie wir da vorgegangen sind. So, da kann man zunächst mal eine Häufigkeitsverteilung bilden nach den üblichen statistischen Gesichtspunkten. Man bildet also hier so Wertebereiche, die sogenannten Klassen und zählt einfach die Häufigkeit ab. Und wenn man Glück hat bei der Temperatur, hat man meist Glück, kriegt man eine sogenannte Normalverteilung heraus. Das heißt, die größte Häufigkeit liegt in der Mitte und nach den Seiten fällt das einigermaßen gleichmäßig ab. So, und das, der nächste Schritt in der Statistik ist der, dass man jetzt eine theoretische Verteilung anpasst. Es gibt viele theoretische Verteilungen. Am bekanntesten ist die Normalverteilung, die ist hier angepasst. Muss man natürlich statistisch testen. Da gibt es also bestimmte Testverfahren, Chi-Quadrat-Anpassungstest, Smirnov-Test und so weiter. Man sollte immer möglichst mehrere Testverfahren verwenden, um abzuschätzen, ist die Anpassung okay. Eigentlich eine Regel, was man mit bloßem Auge sieht, ist meistens auch nach aufwendigen statistischen Testverfahren okay. Also das klappt ganz gut, wie wir hier sehen. Also damit will ich also nicht der Augenstatistik das Wort reden. Man sollte also schon die gängigen Verfahren ansetzen und rechnen. Aber meist ist das tatsächlich so. So, dann haben wir das also angepasst. So, und jetzt kommt die Definition von Schwellenwerten. Ich zeige auch gleich ein konkretes anderes Beispiel dazu. Und bei Perzentilen ist es so, dass man jetzt halt zurück
gehe immer auf die falsche Taste, dass man hier in die Randbereiche geht, also 10% der unteren Werte. Wenn das hier eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, dann ist das Integral unter dieser Kurve gleich 1 oder 100% anschaulich die Fläche unter dieser Kurve. Und jetzt kann man also hier die unteren 10% nehmen, ist dann relativ einfach. Die oberen 10%, das sind die sogenannten Perzentile. Das untere Perzentil, das obere Perzentil. Und in diesem Bereich liegen definitionsgemäß die Extremwerte. Sie können auch 5% Perzentile nehmen oder 20. Das ist jetzt Ansichtssache, wie man da vorgeht. So, und jetzt ist die große Frage, ändert sich diese Verteilung systematisch? Wenn sie sich ändert, dann ändern sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten von diesen Perzentilbereichen. Und das möchte ich Ihnen gleich anhand von Beispielen vorführen. Erstmal ein Beispiel, das in einem der IPCC-Berichte aufgetaucht ist und eigentlich hätte dazu führen müssen, dass diese Betrachtungsweise doch von relativ vielen Gruppen wahrgenommen wird. In diesem Bericht, und das ist der IPCC-Bericht von 2001 hier gewesen, die Grafik hier in deutscher Form habe ich von meinem Kollegen Hupfer aus Berlin und Börngen. So, und hier ist mal systematisch oder schematisch gezeigt, wie sich solche Verteilungen im Prinzip ändern können. Wenn ich so eine Normalverteilung habe, wie gerade gezeigt, kann die wandern. Also wenn es wärmer wird und wenn die Variabilität konstant bleibt, das ist relativ häufig der Fall bei der Temperatur, dann wandert die Verteilung zu höheren Werten hin. Und jetzt sind solche Perzentile hier eingezeichnet, da steht also kalt, hier steht warm und heiß und noch mehr heiß. Und wir sehen das also, wenn diese Verteilung von hier rüber wandert, dann wird diese Fläche sehr klein hier. Und diese ursprüngliche Fläche hier, das ist also Überschreitung von hohen Temperaturen, die Fläche wird größer. Und da das eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, heißt das, die Wahrscheinlichkeit, dass tiefe Temperaturen auftreten, nimmt ab und die Wahrscheinlichkeit, dass hohe Werte auftreten, nimmt zu. Und es kommt sogar hier außen noch ein weiterer Bereich dazu. Wenn es also lange genug so weitergeht, diese Entwicklung, tauchen da auch neue Werte auf, die wir noch nicht gehabt haben. Siehe diese 40,3, das war noch nicht viel, aber das kann sich durchaus noch schlimmer entwickeln, wenn man also sehr hohe Temperaturen als schlimm ansieht. Aber Sie haben ja vorhin in der Statistik gesehen, Hitze, Sommer, übrigens auch in den Tropen, das ist also ganz bemerkenswert. Ich habe vorhin gar nicht darauf hingewiesen, auch da führen Hitzewellen dazu, dass vermehrt Todesfälle auftreten, obwohl man vielleicht meinen könnte, in den Tropen die Menschen sind angepasst. Aber wenn es da zu heiß wird, dann gibt es da auch Schwierigkeiten. So, es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, wie eine solche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sich ändern kann. Sie kann nämlich einfach breiter werden. Die Variabilität nimmt zu. Aus den Analysen, die wir gemacht haben, kam heraus, dass das relativ selten ist, aber die Kombination von beidem tritt auf. Das heißt, die Verteilung wandert zu höheren, wandert also in dem Fall hier zu höheren Werten und wird gleichzeitig breiter. Das, was hier temperaturorientiert beschriftet ist, ist bei der Temperatur allerdings relativ selten. Es tritt mir beim Niederschlag auf. So, und jetzt kommen zwei konkrete Beispiele aus den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Das ist die August-Mitteltemperatur in Frankfurt am Main 1901 bis 2006. Und jetzt steht hier 1901 und eine Verteilung und da sind jetzt einige verwirrt, die mit dieser Statistik nicht vertraut sind. In diesen Analysen stecken stets alle Daten, also nicht nur 1901, aber wenn Sie sich vorstellen, die Zeitreihe und die hat einen Trend, da können wir also einen Trendwert am Anfang der Reihe herausgreifen und den setzen wir gleich dem Mittelwert, den setzen wir also hier in die Mitte und wir gehen davon aus, die Variabilität bleibt. Dann kann ich also, wie der Trend verläuft, diese Verteilung verschieben. Das ist hier passiert, hier gerechnet bis 2006. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Wir sehen in diesem Fall hier, dass die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, hier ist mal willkürlich 17 Grad als Schwelle angesetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Werte eintreten, zwischen 1901 und 2006 von 21,6% auf 0,3% zurückgegangen ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Werte von 22% und mehr eintreten, die Wahrscheinlichkeit war erst sehr gering, 1901 bis 2006 ist sie angestiegen auf 16%. Und das sind jetzt Ergebnisse, die sind doch sehr, sehr markant und viel, viel deutlicher, als wenn Sie sich die Zeitreihen alleine anschauen. So,
da man also solche Auswertungen machen kann. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, das habe ich jetzt aus zeitgründig mitgebracht, dass das ein Film ist. Also wir haben Jahr für Jahr berechnet, genauer gesagt, die Verteilungsparameter, also die kennzeichnenden Größen für eine solche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das ist der Lageparameter, in dem Fall bei der Normalverteilung ist das der Mittelwert. Dann der Streuparameter, also wie ist die Variabilität. Und bei komplizierteren Verteilungen gibt es auch noch einen Formparameter bei der Weibull-Verteilung. Wem das nicht sagt, gleich wieder vergessen. Also das sind also die Parameter und wir haben also jetzt Jahr für Jahr berechnet die Werte dieser Parameter und Jahr für Jahr dann eben eine solche Verteilung definiert. Und wenn man das also macht, dann wandert das und ich zeige das nur in der Form jetzt, in der ausgewerteten Form, dass wir jetzt die Unterschreitung erstmal des 5%-Perzentils haben wir hier genommen für die einzelnen Monate, es sind nur ein paar wenige Monate ausgewertet. Hier ist die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, hier läuft die Zeit und man sieht also im August war es besonders deutlich, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass unterhalb des 5%-Perzentils, müssen Sie sich eine bestimmte Temperatur vorstellen, diese oder kälter, dass Werte auftreten, diese Wahrscheinlichkeit ist besonders im August abgesunken, im Januar weniger. Das ist das Beispiel Frankfurt am Main und gleich an dieser Stelle muss ich sagen, wir haben also beim Niederschlag haben wir etwa 200 Stationen benutzt, bei der Temperatur nur etwa 20. Bei jeder Station ist es ein bisschen anders und in jedem Monat ist es etwas anders. Also mit Pauschalaussagen darf man da eigentlich nicht kommen, obwohl bei der Temperatur die Sache ziemlich einfach ist. Also abgesehen von den quantitativen Unterschieden, also die Wahrscheinlichkeit des Unterschreitens hat also systematisch abgenommen. Wenn die Verteilung sich verschiebt, muss also die Wahrscheinlichkeit, dass relativ hohe Werte eintreten, muss entsprechend ansteigen. Auch hier ist es so, dass der August den markantesten Anstieg der Wahrscheinlichkeit zeigt. Wem diese Wahrscheinlichkeitswerte nicht viel sagen, die lassen sich umrechnen in sogenannte Jährlichkeiten. Da muss man jetzt aufpassen, dass man das nicht falsch interpretiert. Das heißt, im statistischen Mittel, in welchem Abstand sind solche Erscheinungen zu erwarten. Es ist natürlich nicht so, dass solche Extremereignisse in immer gleichen Zeitabständen auftreten. Das ist ganz, ganz sicher nicht so, sondern im Mittel, im statistischen Mittel. Und wir sehen also, das hier oben ist ein 10-Jahres-Ereignis hier. Ich habe mal den August wieder herausgegriffen und wenn wir nach unten gehen, da ist es zu einem 200-Jahres-Ereignis abgesunken. Also das, was wir 1901 alle 10 Jahre, das wäre also jetzt Kälte, kalter August, zu erwarten haben, ist also abgesunken auf 200-Jahre-Ereignis und entsprechend hier auf der rechten Seite, wenn wir das hier auch eintragen, nein, wieder zurück, dann ist es also so, dass hier ein 100-Jahres-Ereignis bezüglich also Überschreiten hoher Werte angestiegen ist auf ein 7,7-Jahre-Ereignis. So, das kann man also sehr, sehr ausgiebig machen, möchte das aus Zeitgründen hier schon abbrechen. Oh, die Zeit läuft natürlich wieder weg. Und das Ganze jetzt anhand des Niederschlages noch zeigen. Beim Niederschlag kommt man mit der Normalverteilung nicht weit. Das ist hier eine sogenannte Gumbelverteilung, die ist asymmetrisch. Das gleiche Spiel und das ist jetzt Eppenroth, das ist eine kleine Station in der Nähe von Koblenz. Und da zeigt sich also, dass die Verteilung nicht nur gewandert ist, sondern sie ist auch breiter geworden. Und das heißt, dass sowohl die Unterschreitungswahrscheinlichkeit, das sind in diesem Fall Winterniederschläge, sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass wenig Niederschlag auftritt, als auch die Wahrscheinlichkeit, dass viel Niederschlag auftritt, ist beides hat zugenommen. Hier auf der rechten Seite, also da bei den Starkniederschlägen, deutlich stärker als auf der linken Seite. Und hier kann man also jetzt auch nun solche Funktionen ausrechnen, Überschreitung des 95%-Perzentils beispielsweise und die Unterschreitung. Und wenn in beiden Fällen diese Kurven zunehmen, heißt das, die Verteilung ist breiter geworden. Wir sehen auch hier, also man sieht auch so Umkehrpunkte, also das wird immer komplizierter, je genauer man hinschaut, will sie jetzt nicht allzu sehr verwirren, sondern bei diesen Aussagen in etwa bleiben. Da sind auch die Jährlichkeiten angegeben. Und jetzt aber doch noch Kartendarstellungen für den Januar. Unterschreitung des 5%-Perzentils, also Trend zu Trockenereignissen. Überall, wo die roten Punkte sind, ist ein solcher Trend hier aufgetreten, das ist der Januar. Und Überschreitung des 95%-Perzentils, überall, wo hier rote Punkte auftreten, war schon wieder auf der falschen
Taste hier hat dies zugenommen. Und wenn es links und rechts rot ist, heißt das, Verteilung ist breiter geworden. Das für den Januar, muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Für den August sehen wir also viel blau. Also die Verteilung ist eher etwas schmaler geworden. Und wir sehen hier im August, dass auch hier im Osten also die Tendenz zu starken Niederschlägen abgenommen hat. Das sind diese, war schon wieder auf der falschen Taste, aber nicht überall. Also hier in Bayern Beispiel entlang des Rheins, auch hier oben, gibt es also Bereiche, wo trotz, das ist ganz interessant, ich habe hier die Langzeittrends gar nicht mit dabei, trotz abnehmendem Gesamtniederschlag kann es sein, dass die extrem starken Niederschläge die Wahrscheinlichkeit trotzdem zunimmt. So. Das, ja, hier die Niederschlagsrekorde weltweit, das überspringe ich. Und ganz zum Schluss noch ein paar Anmerkungen zum Wind. Und das ist jetzt ein bisschen Grundlageninformation, rotierende Windsysteme. Da gibt es die Kleintrommen, das mache ich jetzt ganz schnell. Sie sehen also hier ein paar charakteristische Zahlen. Hier ein Foto, das ist also etwas absolut Harmloses. Tornado ist natürlich nichts Harmloses, auch als Wind- oder Wasserhose bezeichnet. Und dann haben wir den tropischen Wirbelsturm hier mit dessen Satellitenbild, Auge des Sturms. Ah ja, ne, nehmen wir das ruhig. Das nur mal als Beispiel, kann man jetzt also sehr viel ins Einzelne gehen. Das ist die Anzahl tropischer Wirbelstürme im Nordatlantik. Das ist das Blaue und das Rote ist Anzahl der Hurrikane, Hurricane auf Englisch. Ja, und die meisten Spezialisten, die sich damit beschäftigen, sagen, da sehen wir keinen Trend. Ich sehe durchaus einen Trend, aber der dürfte nicht statistisch signifikant sein. Um es abzukürzen, also man sieht einen Trend, ist aber nicht statistisch signifikant. Im Pazifik ist es ein bisschen anders, ist ja hier der Nordatlantik. Aber es gibt Untersuchungen, die darauf hinweisen, die Untersuchung liegt auch schon ein bisschen zurück. Hier haben wir Sommerwerte der Meeresoberflächentemperatur, das ist der Nordatlantik, der Nordindische Ozean, das sind diese Abkürzungen. Und also wir haben ansteigende Meeresoberflächentemperaturen, die haben etwas zu tun mit der Entwicklungs- und Eintrittswahrscheinlichkeit von tropischen Wirbelstürmen. Und es gibt einige Arbeiten, die darauf hinweisen, dass die Gesamtzahl sich also kaum verändert hat, aber die tropischen Wirbelstürme der schwächeren Art, das ist hier die Kategorie 1, die Simpson, glaube ich, wie heißt sie? Da gibt es also eine bestimmte Definition. Saffir-Simpson, so heißt es. Die Saffir-Simpson-Skala. Die Einzelheiten bringe ich jetzt nicht, sondern der Punkt ist, dass also die schwächeren Kategorie 1 abnehmen und die stärkeren zunehmen. Also eine Umschichtung in der Richtung, dass die stärkeren tropischen Wirbelstürme zunehmen auf Kosten der schwächeren. Das ist also das, was hier herauskommt. Und zur Tornado-Statistik nur ganz kurz, es gibt in den USA über 1000 pro Jahr, das lesen wir auch in der Zeitung, also USA ist wirklich Tornado geplagt. In Deutschland sind es so etwa 10 bis 20 und der Herr Dotzek, das war der Tornado-Experte in Deutschland, der leider viel zu früh gestorben ist, der war tätig beim Institut für Physik der DLR in Oberpfaffenhofen bei München, mittlerweile wird das Tornado-Monitoring vom Deutschen Wetterdienst übernommen und ich habe hier zwei Bildchen von Tornadoschäden, sogenannte F3, da gibt es also auch eine Skala, die Toro-Fujita-Skala, das aber alles am Rande und so sieht es das aus, da sieht das auch das Quirler in Thüringen, wenn ein Tornado der Klasse 3 eine Ortschaft trifft oder hier die Bäume werden also ab einer bestimmten Höhe hier abgesägt. Hier zu den Tornados muss man sagen, die sind ja sehr kleinräumig. Da kann man also nicht zeigen, dass sie häufiger geworden sind, obwohl es physikalische Argumente gibt, dass sie häufiger werden könnten. Aber das ist also nicht nachgewiesen. So, damit bin ich durch. Einige Folgerungen. Der globale bzw. regionale Klimawandel ist also teilweise, ich bin vorsichtig, teilweise auch mit einem Trend zu einem extremeren Klima verbunden. Also beispielsweise Befund der Münchner Rückversicherung zur Erinnerung, dass die Anzahl weltweit gesehen von Extremereignissen zunimmt, bei den Schäden also kompliziert. In Deutschland ist besonders deutlich, dass wir bei der Temperatur zunehmende Extremereignisse haben, also einen Trend zu heißeren Sommern. Und beim Niederschlag ist die Sache ausgesprochen unübersichtlich, vor allem im Winter. Das, was wir also gefunden haben, aber es gibt natürlich viele andere Untersuchungen auch,
eigentlich nur im Winter, dass mit der Niederschlagszunahme im Winter zum Teil auch ein extremeres Verhalten, also Neigung zu starken Niederschlägen, nun verknüpft ist. Im Sommer eher Dürren, besonders in Ostdeutschland, aber in Süddeutschland, ich habe es gezeigt in der Karte entlang des Rheins, durchaus auch eine Neigung zu vielleicht relativ seltenen, aber dann umso intensiveren Starkniederschlägen. Stürme, Tornados, Wind also immer kompliziert bei allen diesen Untersuchungen. Und das einzig Handfeste, ich habe es gesagt, bei den tropischen Wirbelstürmen im Nordatlantik scheint es so zu sein, dass die Schwächeren also abnehmen und die Stärkeren zunehmen. Und damit danke ich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Schönwiese, für den sehr schönen, sehr plastischen Vortrag zu extremen Fragen. Bitte, Frau Richter. Oh, Verzeihung, die Aussage, Tornados nehmen global und in Deutschland nicht zu. Vorsichtigerweise muss man sagen, es ist nicht nachweisbar. Die könnten durchaus zunehmen, aber man kann es nicht nachweisen. Nicht? Also Sie brauchen ja immer, wie immer beim Klima, brauchen Sie Langfriststatistiken über Jahrzehnte, möglichst über 100 Jahre. Bei den tropischen Wirbelstürmen gibt es das, weil das großräumige Ereignisse sind, wobei man auch diskutieren muss, wie verlässlich sind die frühen Informationen. Aber Tornados einfach viel zu kleinräumig. Man schätzt, dass in Deutschland also keinesfalls jeder, der auftritt, auch beobachtet wird. Es gibt Tornados, also das sind ja diese schlauchartigen Gebilde, die aus Gewitterwolken nach unten wachsen, die erreichen nicht immer die Erdoberfläche. Also es gibt Tornados, die entwickeln sich und dann verschwinden die wieder. Und die werden das kann eine Sache sein von wenigen Minuten, dann ist das Phänomen weg und das wird nicht erfasst. Erfasst wird normalerweise das, wenn dieser Schlauch also die Erdoberfläche erreicht und entsprechende Zerstörungen anrichtet. Aber das hat Dotzek, ich habe also den Autor hier genannt, der hat das sehr schön nachgewiesen, der meinte, dass er eine Systematik findet, die mit welcher Häufigkeit die einzelnen Klassen auftreten, aber er hat in seinen Untersuchungen gesagt bzw. geschrieben, Trends nicht nachweisbar. Aber nochmal gesagt, das heißt nicht, dass es keine zunehmenden Trends gibt. Weitere Fragen? Bitte. Ja, vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung zu der Fragestellung mit den Tornados. Wir haben noch einen Trend, der parallel zu der Entwicklung der Tornados ist in Deutschland. Das ist nämlich die Anzahl der Mobiltelefone mit Fotofunktion. Und die läuft tragischerweise parallel. Und deshalb können wir tatsächlich keine Aussage treffen, weil seitdem es diese Fotoapparate gibt, auch die kleinen Ereignisse dokumentiert werden, ja, die keine großen Schäden verursachen, die früher einfach alle durch die Maschen gegangen sind. Ja. Jetzt gibt es Fotos davon, gleiche Entwicklung 5 Jahre vor in den USA losgegangen. Das überdeckt tatsächlich die Aussagekraft und damit ist das Fundament für eine wissenschaftliche Arbeit mit diesen Daten leider uns erst einmal entzogen. Also da muss man jetzt mal 30 Jahre warten, wenn der Markt gedeckt ist, dann kommt darauf lagern vielleicht irgendwann mal eine neue Entwicklung. Ja. Ja, ja, das ist auch das, was Dotzek gesagt hat in seinen Arbeiten. Es gibt durchaus Daten, die also vorgaukeln, dass eine Häufigkeitszunahme stattgefunden hat. Aber das hängt ganz einfach damit zusammen, so hat er das damals schon interpretiert, einfach immer häufiger beobachtet worden. Und das, was Sie jetzt nennen, führt natürlich dazu, dass es noch häufiger beobachtet wird, heißt aber nach wie vor nicht, dass es wirklich häufiger geworden ist. Ja, danke. Eine Frage geht noch. Bitte. Ja, mit dem Einsatz des Dopplerradars ist es da nicht möglich, die Tornados flächendeckend zu erfassen? Bitte, ich habe es nicht, den Anfang habe ich nicht verstanden. Mit dem Einsatz des Dopplerradarsgerätes in Deutschland, so, ist das flächendeckend jetzt möglich, diese Tornados zu erfassen? Das ist eine gewisse Größenordnung. Frage, die an die Spezialisten vom Wetterdienst gehen müsste. Also von der Messtechnik habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, dass beispielsweise sehr hohe Windgeschwindigkeiten mit Dopplerradar erfasst werden, weil nämlich die Messgeräte wegfliegen. Also ein anständiger ist so. Also ein anständiger Tornado USA, die Klasse F5, der kann also 400 km/h erreichen und das hält kein Messinstrument aus. Also es gibt da Abschätzungen über die Windgeschwindigkeiten, die da auftreten und das beruht meines Wissens auf Dopplerradar. Genau, also die Antwort ist es schon. Also in USA ist das gängige Technik und das geht auch sehr gut, aber in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, weil die Sachen viel, viel, viel kleiner sind und viele von diesen kleinen Ereignissen weit unterhalb von 1 Kilometer Auflösung sind und dann schnappen wir sie nicht. Also sie müssten schon eine gewisse Dimension haben, dann würden sie wieder auch kriegen. Aber das ist immer kein Vergleich. In Amerika ist ein Tornado was ganz anderes als bei uns. Ne? Ja, ja.
Ja, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für den Vortrag. Wir kommen gleich zum nächsten.